Das bekannteste deutsche Fliegerass war Manfred von Richthofen, der Rote Baron. Mit 80 Abschüssen war von Richthofen der erfolgreichste Jagdflieger des Ersten Weltkriegs. Ich bin ein Jäger. Sobald ich ein feindliches Flugzeug abgeschossen habe, ist mein Jagdinstinkt eine Viertelstunde lang befriedigt. Von Richthofen schwang sich zur Ikone einer romantischen Perspektive des Luftkriegs auf. Als ein Ritter in schimmernder Rüstung, der in einen Kampf Mann gegen Mann zog. Ganz auf sich allein gestellt, das Leben in der eigenen Hand und mit nichts als seinen Fähigkeiten bestückt, fühlt man sich wie bei einer mittelalterlichen Tjoste. Es ist die einzige Sphäre der modernen Kriegsführung, in der man seinen Gegner noch von Angesicht zu Angesicht bekämpft, wo es noch Ehre und Ritterlichkeit gibt, wo der Sieg noch von Tapferkeit und Fähigkeit abhängt. Verlierst du aber, so war dein Gegner schlicht besser. Meine liebe Mutter, jene auf Erden können keine Gesetze für die Kämpfer der Lüfte aufstellen. Dort ist man ein anderer Mann, oder besser, dort ist man gar kein Mann, zumindest ich nicht. Man ist die Inkarnation des Teufels selbst, der das beste Spiel spielen muss, das Gott je geschaffen hat. Die Deutschen zu jagen und sonst alles zu vergessen. Den Deutschen zu zeigen, dass nur einer für die Luft geboren ist, nicht zwei. Auf dem Schlachtfeld, wo einem Granaten um die Ohren fliegen und überall schwarzer Rauch ist, wird man zu einem anderen Individuum. Man verhält sich nicht wie ein Mensch, sondern wie eine Kriegsmaschine. Im April 1917 kämpften sich die Deutschen im technologischen Wettrennen wieder an die Spitze. Ihr Vorteil war taktischer Natur. Ihre Geschwader aus 14 Flugzeugen hießen Jagdstaffeln. Und oft wurden 3 bis 4 Jagdstaffeln zugleich hinter die feindlichen Linien geschickt. Die bemalten Flugzeuge wurden bald als der fliegende Zirkus bekannt. Durch den Einsatz von Jagdstaffeln kam es zu spektakulären Luftkämpfen. Alliierte Luftverbände trafen auf die deutschen fliegenden Zirkusse und lieferten sich hoch über den Schützengräben einen Kampf auf Leben und Tod. Oftmals zur Faszination der Infanteristen. Ich sehe es noch vor mir. Der Himmel sah aus wie eine einzige Wolke voller Fliegen. Sie flogen unglaublich schnell und oft im Sturzflug. Und obwohl sie hoch oben waren, hörten wir ihr Gewehrfeuer. Ich habe unglaubliche Luftkämpfe erlebt. Dummerweise erkannten wir nie, wer gewonnen hat. Aber wir haben trotzdem Wetten darauf abgeschlossen, wer heute oder morgen gewinnen würde. Die Überlegenheit der deutschen Flugzeuge und ihrer Jagdstaffeltaktik kam die Alliierten teuer zu stehen. Im April 1917, der als der Bloody April in die Geschichte eingehen sollte, verloren sie 150 Flugzeuge und 316 Männer. Auch als Ende 1917 die ersten amerikanischen Piloten zu Hilfe kamen, wurde die Überlegenheit der Deutschen nicht gebrochen. Trotzdem mussten die Alliierten weiter hinter die deutschen Linien fliegen, um taktische Informationen für die geplante Sommeroffensive zu sammeln. Sowohl die Befehlshaber als auch die Piloten wussten, dass sie den Deutschen technologisch und taktisch unterlegen waren. Trotzdem mussten sie ihren Teil zur geplanten Offensive beitragen. Es war eine tragische Unvermeidbarkeit, aber das Royal Flying Corps konnte nichts dagegen tun. Heute Morgen gerieten wir in einen Luftkampf gegen einige neue Fokker-Maschinen. Und die waren gut. Ich konnte sie nicht abschütteln und wurde zerlöchert wie ein Sieb. Ich konnte nichts weiter tun, als aus seinem Sucher zu fliehen. Trotz aller Verluste wussten die britischen Piloten, dass sie im Vergleich zu den Bodentruppen nur einen kleinen Anteil an der Gesamtopferzahl trugen.
Das Leben der Flieger war ungeachtet der kurzen Lebenserwartung noch relativ komfortabel, verglichen mit dem des Fußsoldaten in den Gräben. Hoch oben, in 17.000 Fuß Höhe zu fliegen, erfüllt mich mit Heiterkeit. Man fühlt sich als Herr der Lüfte. Dort oben war man weit weg vom Krieg. Ich war vorher bei der Infanterie. Dort war man verlaust, dreckig und vor allem hungrig. Das Leben im Flying Corps ist das eines Gentlemen. When they were on the ground, das Leben der Piloten war schon verrückt. In der Luft sahen sie täglich in das Angesicht des Todes, aber auf dem Boden war alles anders. Sie bekamen gutes Essen und ein bequemes Bett. Es ist ein gutes Gefühl, abends nach dem Tagwerk zu landen, im Westen die glühende Sonne, im Osten ein schemenhaftes Dämmern. Hier stehe ich, allein in der Maisonne. Ein kleiner Windhauch umfährt mich. Hier und da eine entfernte Gewehrsalve. Abgesehen davon ist der Krieg weit weg. Gott sei Dank. Wir schlafen in Zelten und nehmen unser Essen im Freien ein. Es ist schön, wenn es so heiß ist wie zuletzt. Und auch, obwohl wir in Reichweite der Artillerie sind, könnte man glauben, es gäbe gar keinen Krieg. Ich sitze hier im Wald und man hört nur die entfernten Maschinengewehre und die Musik aus dem Grammophon. Wir leben ganz gut. In Bologna haben wir einen Kühlschrank für Eiscreme gekauft. Wir sind die einzige Truppe an der Front, die jeden Abend Eiscreme hat. Inmitten unseres Lebens sehen wir dem Tod ins Auge. Und inmitten des Todes versuchen wir, das Leben zu genießen. Mit Cocktails, Hähnchen am Spieß, Champagner, Erdbeereiscreme und Brandy. Das waren ganz normale junge Männer, die trotz der täglichen Todesgefahr ein erfülltes Leben haben wollten. Denn viele litten stark darunter, dass der Tod immer präsent war. Die Hitze der langen Sommertage war enorm und genauso die Anzahl unserer Flugstunden. Die ganzen Umstände schlugen allen Fliegern aufs Gemüt. Ich erinnere mich, dass es meinem Zimmergenossen ebenso erging. Beide lagen wir hellwach in der Dunkelheit und dachten über die Patrouille am nächsten Morgen nach. Als wir es nicht mehr aushielten, gestanden wir uns gegenseitig unsere Ängste. Wir zündeten Kerzen an und als es uns etwas besser erging, durchstanden wir die Nacht, wie wir auch den nächsten Tag durchstanden. Ein Pilot wurde von einem Albtraum heimgesucht. Ein Gesicht erschien vage und entfernt und kam langsam auf ihn zu, bis es vor ihm verharrte und ihn anstarrte. Immer nur starrte. Der Pilot erwachte. Wer war das? War es das Gesicht eines Mannes, den er getötet hatte? Oder das eines solchen, der in der Sonne auf ihn wartete? Selbst der scheinbar unbesiegbare Rote Baron war nicht gegen den Tod gefeit. Doch er fürchtete ihn nicht, sondern begrüßte die Aussicht auf ihn vielmehr. Ein ruhmreicher Tod. Kämpft weiter, fliegt weiter bis zum letzten Tropfen Blut und zum letzten Tropfen Benzin. Bis zum letzten Herzschlag und zum letzten Stottern des Motors. Ein Tod für einen Ritter, ein Toast auf seine Gefährten, auf Freund und Feind. Ironischerweise wurde der Rote Baron, das größte aller Fliegerasse, nicht von einem alliierten Piloten, sondern von einem MG-Schützen vom Boden aus abgeschossen. Er hatte den Himmel über dem Land beherrscht, aber inzwischen war ein Luftkrieg über dem Meer ausgebrochen. Am Anfang des Krieges hatten die Deutschen durch ihre weit fliegenden Zeppeline einen strategischen Vorteil.
Die Briten konterten mit ihrem Submarine Scout, der beinahe 80 Kilometer die Stunde flog und wie der Zeppelin zur Luftaufklärung eingesetzt wurde. Seit England von U-Booten aus angegriffen wurde, war die Luftaufklärung wichtiger denn je. Im Frühjahr 1915 suchte man nach Freiwilligen für die Gründung einer neuen Luftstreitmacht, der Royal Navy. Eine Nachricht erging an alle großen Schlachtkreuzer der Flotte. Jeder Kapitän sollte einen jungen Offizier von 18, 19 oder 20 Jahren freistellen. Man führte uns vor den ersten Seelord. Lord Fischers Worte waren: Ihr, junge Gentlemen, werdet fliegen. Ihr sterbt wahrscheinlich binnen Jahresfrist. Oder aber ihr bekommt das Victoria-Kreuz. Ihr seid auserwählt, einer neuen Luftwaffe zu dienen, die wir der U-Boot-Plage entgegenzusetzen gedenken. Wenn ihr nicht fliegen wollt, meldet euch innerhalb von 48 Stunden. Nur wenige zögerten, beizutreten. Ein Zeppelin an einem schönen Tag zu fliegen, war eine erhebende Erfahrung. Man herrschte über die Luft, man konnte fliegen, wohin einen das Gefährt trug, auf welcher Höhe oder mit welcher Geschwindigkeit man wollte. Die britischen Zeppeline wurden immer weiterentwickelt. Man erkundete nicht nur deutsche Stellungen, sondern ging sogar zu deren Bombardierung über. Aber die Methode war wenig ausgereift. Wir konnten stundenlang in der Luft bleiben. Aber unser Fassungsvolumen für die Bomben war nur gering. Die kleinen Bomben lagen lose herum, rollten über den Boden. Manchmal hängten wir sie seitlich an Fäden hinaus und schnitten sie durch, um sie abzuwerfen. Bei aller Anmut waren die Zeppeline doch kaum als Jäger geeignet. Die Navy brauchte schwerer bewaffnete und vor allem schnellere Flugzeuge für den Luftkrieg über der See. Denn 1915 erklärte Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und drohte damit, jedes Handelsschiff, das England anlaufen würde, ohne Vorwarnung zu versenken. Hunderte Schiffe wurden versenkt. England, das auf den Handel angewiesen war, befand sich in einer ernsten Lage. Obwohl U-Boote von unter Wasser aus angriffen, verbrachten sie doch die meiste Zeit an der Oberfläche. Von Flugzeugen aus konnte man sie daher am besten erspähen. Die frühen Kurzstreckenflugzeuge weite Wege über dem Meer zurücklegen zu lassen, war die große Herausforderung für die Konstrukteure. Der eigentliche Beitrag der Royal Navy zur Geschichte des Luftkriegs bestand in dem Einsatz von Wasserflugzeugen. An den Rädern dieser Flugzeuge waren hölzerne Schwimmkörper angebracht. Aber diese Vögel in die Luft zu befördern, war kein einfaches Unterfangen. Der Flugzeugträger musste anhalten und das Wasserflugzeug mit einem Kran zu Wasser lassen. Eine Zeit- und Energieverschwendung. Das Abheben fraß Unmengen an Treibstoff und die Schwimmkörper waren viel zu schwer. Um das Flugzeug wieder an Bord zu bringen, musste der gleiche Prozess rückwärts ablaufen. Das Flugzeug musste auf dem Wasser landen, das Schiff anhalten und das Flugzeug hochwinden. Für alle Beteiligten ein erstaunlicher Anblick. Wasserflugzeuge wirken wie Flugzeuge, die für eine Meeresreise Galoschen angezogen haben, um keine nassen Füße zu bekommen. Und flog ein solches über einen hinweg, so sagte man, da fliegt sie und hat die Schuhe noch an. Der Transport der Wasserflugzeuge plagte alle kriegsführenden Nationen. So sah die russische Lösung aus. Sie bestand darin, das Flugzeug abzuschleppen. Bei ruhiger See funktionierte das gut,
Bei stürmischer See hingegen war es hoffnungslos. Da die Flotte der Deutschen nur selten in See stach, hoben deutsche